meisten Verstorbenen, die wir hier untersuchen, haben 24 Stunden vorher gar nicht geahnt, dass sie hier bei uns untersucht werden müssen. Und wir sehen jeden Tag, wie schnell das Leben zu Ende sein kann. Man denkt immer, vieles gäbe es nur im Fernsehen, aber die Realität ist schlimmer. Viel schlimmer. Die Spurensicherung der Polizei Duisburg an einem Tatort. Die Spezialisten wurden gerufen, weil hier ein Verbrechen geschehen sein könnte. In dieser Wohnung liegt ein Toter mit dem Kopf in einer Blutlache. Der Verdacht der Polizei, der junge Mann könnte Opfer eines Gewaltverbrechens sein. Die Umstände und die Todesursache sind unklar. Wie immer in solchen Fällen wird ein Gerichtsmediziner angefordert. Dr. Lars Althaus von der Rechtsmedizin Duisburg hat Dienst. Wenige Minuten nach dem Anruf trifft er am Tatort ein. Oh, warte mal, ich glaube, da kommen wir gerade. Jo, alles klar. Danke, ciao. Ja, ja, ciao. Der Rechtsmediziner soll einschätzen, ob es sich hier um ein Verbrechen, einen Unfall oder einen natürlichen Tod handelt. Ungewöhnlich ist, der junge Mann liegt wie gewaltsam niedergestreckt am Boden. Alles sieht nach einem sehr überraschenden Tod aus. Auch der Staatsanwalt ist vor Ort. Die Polizei informiert den Gerichtsmediziner über die bisherigen Erkenntnisse. Leere Schnaps- und Weinflaschen liegen überall in der Wohnung verstreut. Schmutzwäsche, Zigarettenkippen, Kindheitserinnerungen, daneben Blutspritzer auf dem Boden. Gerichtsmediziner Lars Althaus misst die Raumtemperatur und die Körpertemperatur der Leiche. Bestimmt so den Todeszeitpunkt. Das Fenster, war das auf oder hat das jemand aufgemacht? Ach, war das Fenster hier schon auf? Oder? Als wir kamen, ja. Ja, aber wir wissen jetzt nicht von Anfang an. Achim? Ja. Luft 21,7. Also, die waren am Montag, ne? Zuletzt lebend gesehen. Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Die Info habe ich nicht. Ja. Nach etwa 2 Stunden ist die Spurensicherung abgeschlossen. Die Untersuchung des Gerichtsmediziners auch. Beweise werden gesichert für das Labor und das Revier. Ein Bestatter holt den Toten ab. Die Blutlache am Kopf stammte von einem Brillenbügel, der sich beim Sturz in den Kopf des Mannes gebohrt hatte. Der vermeintliche Mord war also keiner, weiß der Gerichtsmediziner nach der Untersuchung von Tatort und Leiche. Todesursache: eine innere Blutung. Ein überraschender, aber natürlicher Tod. Ohne Pause zurück zum Institut für Rechtsmedizin. Auch dort warten noch ungeklärte Todesfälle auf den Arzt. Jeder Tag kommt anders als geplant. Vor allem natürlich für die betroffenen Menschen. Die meisten Verstorbenen, die wir hier untersuchen, haben 24 Stunden vorher gar nicht geahnt, dass sie hier bei uns untersucht werden müssen. Und wir sehen jeden Tag, wie schnell das Leben zu Ende sein kann. Während Lars Althaus am Tatort war, hat sein Kollege im Sektionssaal die Arbeit allein bewältigen müssen. Hinter Dr. Matthias Schubries liegen an diesem Mittag schon 3 Obduktionen. Weitere stehen noch an. Junge Menschen, Alte, Kinder. Allen ist gemeinsam, dass sie unerwartet aus dem Leben gerissen wurden. Etwa 500 Obduktionen, auch Autopsien genannt, werden hier jedes Jahr durchgeführt.
Schlund- und Kehlkopfeingang Freipunkt, an der Zunge keine Verletzungsspuren, Punkt, die Gaumenballen sind Flachpunkt in der Speiseröhre. Zeigt sich bei weiterer Präparation im unteren Drittel eine Telefonkarte. Ja. Sachen gibt's, du. Ich habe schon alles Mögliche gehabt, Flaschen und Kerzen und alles Mögliche, aber eine Telefonkarte ist jetzt noch nicht gehabt. So. Ja, heute Morgen war atypisches Erhängen. Dann hatten wir eine Kohlenmonoxid-Intoxikation. Und dann war jetzt praktisch auch nochmal ein Suizid wahrscheinlich. Da müssen entsprechend noch Folgeuntersuchungen durchgeführt werden. Ja, das war so heute das Programm. Und der Tag ist noch nicht zu Ende. Es stehen noch weitere Obduktionen an. Alles ungeklärte Todesfälle. Unfälle, Selbstmorde, Morde. Manchmal sind es furchtbare Taten, die hier im Detail begutachtet werden müssen. Die Sekretärin macht seit Jahren die Termine, schreibt die Protokolle. Man glaubt eigentlich, man hätte inzwischen im Lauf der Jahre alles erlebt, aber es gibt immer wieder was Neues und wir schütteln immer wieder den Kopf und sagen, das haben wir noch nicht erlebt. Das ist etwas ganz Neues. Also die Abgründe der Menschen sind schon, es ist schon erstaunlich, was man alles erlebt. Man denkt immer, vieles gäbe es nur im Fernsehen, aber die Realität ist schlimmer. Viel schlimmer. Nachbesprechung und Übergabe im Büro. Dr. Schubries muss als Gutachter zum Gericht. Jetzt wird Lars Althaus den Dienst im Institut übernehmen. Tschüss. Bis morgen. Kriminalbeamte bringen einen weiteren Fall. Einen Mann, der mit einem Messer in der Brust im Bett gefunden wurde. Die Frage für den Staatsanwalt ist, war es ein Mord oder nicht? Die Rechtsmedizin in Deutschland ist eine neutrale Instanz. Das heißt, wir sind nicht arbeiten nicht der Staatsanwaltschaft in dem Sinne zu, dass wir versuchen, eine Anklage zu erhärten oder eine Schuld zu beweisen, sondern wir sind neutral. Wenn die Staatsanwaltschaft von einer Schuld überzeugt ist, dann kann es auch gut sein, dass wir zu dem Ergebnis kommen, nein, das kann ein Unfall gewesen sein. Und so sind wir nicht nur dafür da, ja, zu helfen, Leute zu verurteilen, sondern auch Leute von Schuld loszusprechen. Wohl deshalb nennen sie sich heute kaum mehr Gerichtsmediziner, sondern meistens Rechtsmediziner. Polizei und Staatsanwalt sind bei der Obduktion mit im Saal, informieren den Rechtsmediziner über Vorgeschichte, Lebensumstände und Tatort. Laut der Lebensgefährtin depressiv vorerkrankt, hat auch gestern dann im Laufe des Tages Antidepressiva genommen und Alkohol konsumiert. Irgendwann hört sie ein Röcheln aus dem Bett ihres Lebensgefährten, steht auf und stellt fest, dass der ein Messer in der Brust hat. Ein Messer haben wir auf der Dienststelle. Ja. Wir haben ein einfaches Küchenmesser mit Stahlklinge. Sie selbst hat das rausgezogen, die Ehefrau, sagt sie, hat dann sofort den Notarzt angerufen. Die haben ungefähr 55 Minuten reanimiert, haben wohl auch noch Thoraxdrainage gelegt. Also ist er bis ins Krankenhaus gekommen? Nein, ach, aber vor Ort. Okay. Mhm. Ist dann auch vor Ort verstorben. Bereits die Verletzungen auf der Brust des Mannes erzählen den Rechtsmedizinern viel. Lars Althaus findet sogenannte Probierstiche. Neue Ziffer, nunmehr wird die Brustbehaarung im Bereich des Einstiches rasiert. Punkt, es zeigen sich hier zwei. Etwa Stecknadelkopf, große, kleinste Oberhautdefekte. Hinweise auf Selbstmord, auf ein Probieren, wo das Messer die Brust durchdringen kann. Die Beurteilung von Verletzungsmustern, ob selbst beigebracht oder durch einen Fremden, ist eine Sache, die wir sehr häufig in unserem Alltag haben. Es gibt aber durchaus auch in suizidaler Absicht beigebrachte Verletzungen, die so heftig sind und dass so ein heftiges Verletzungsbild vorliegt, dass man im ersten Moment daran geht, als sei es ein Tötungsdelikt. Ja, wir haben wirklich Personen, die ganz viele Messerstiche, Messerschnitte sich beibringen, mit einem sehr ausgedehnten Blutspurenbild und am Ende müssen wir zum Schluss kommen. Das hat derjenige selbst gemacht, auch wenn man es kaum für möglich halten würde. Jetzt wird der Körper geöffnet. Alle wichtigen Organe werden entnommen, gewogen, seziert.
das Herz und auch das Gehirn. Alles, was diesen Menschen im Leben ausgemacht hat. Tägliche, jahrelange Routine für Gerichtsmediziner wie Lars Althaus. Wie denkt er über einen Menschen, der vor ihm auf dem Tisch liegt? Der Körper, den wir zu untersuchen haben, der repräsentiert natürlich ein ganzes Leben, die Eigenschaften des Menschen ein Stück weit. Das spiegelt auch ein ganzes Stück der Geschichte vielleicht wider, was derjenige gemacht hat, was er gearbeitet hat, was er erlebt hat. Körper können uns eine Menge erzählen. Andererseits unterscheide ich persönlich schon zwischen dem Körper selbst und der Seele. Wie Virchow auch gesagt hat, wir haben auch bei einer Obduktion die Seele noch nicht gefunden. Die muss irgendwo anders sein, auch nach dem Tod. Aber auch wenn wir es nur in Anführungsstrichen mit dem Körper zu tun haben, so ist es doch ein wesentlicher Teil des Menschen gewesen und verdient auch den Respekt und den respektvollen und würdevollen Umgang. Das ist keine Frage. Weiter. 3. Ja, kommt ja hin mit dem, was wir hier sehen. 2,8 haben wir jetzt. Ja. In unmittelbarer Umgebung der todesursächlichen Stichverletzung in ein mögliches suizidales Geschehen. Einordnungspunkt, Ortsteile, konkrete Anhaltspunkte für eine äußere mechanische todesursächliche Gewalterwirkung von dritter Seite erbrachte die Obduktion nicht. Ein Selbstmord also. Etwa die Hälfte der Obduktionen in Deutschland ergibt eine andere Todesursache als auf dem Totenschein vor Ort vermerkt. Hunderte von Obduktionen im Jahr. Jeden Tag Menschen, die der Tod völlig unerwartet ereilt hat. Auch der nächste Fall. Wieder ein junger Mann. Die Sekretärin. Seit Jahren tippt sie die Befunde der Gerichtsmediziner ab. Tausende Protokolle plötzlicher Tode. Im Detail. Institut für Rechtsmedizin, Reinhard, guten Tag. Sie nimmt die neuen Fälle an, plant die Obduktionen. Nein, ich kann Sie ganz gut verstehen. Sie erfährt immer als Erste hier, wenn der Tod wieder einen Menschen überraschend mitten aus dem Leben gerissen hat. Für mich hat sich das Leben tatsächlich, seit ich hier arbeite, total verändert. Ich habe vorher wirklich auch mich an Nichtigkeiten aufgehalten und über Dinge geärgert, die es sich eigentlich nicht lohnt, sich zu ärgern. Das mache ich heute nicht mehr. Also für mich hat sich da sehr, sehr viel verändert. Und der Umgang mit dem Tod bringt mich dazu, über das Leben besser nachzudenken und einfach zu lernen, dass Leben was ganz Tolles ist und dass man für sich selbst so viel rausholen sollte wie möglich. Und nicht nur, wenn man hier arbeitet, sondern generell. Ich habe früher gesagt, ach, wenn ich mal in Rente gehe, dann mache ich das und das und dann bereise ich die Welt. Und irgendwann habe ich mir jetzt gesagt, nein, das geht nicht. Ich muss das jetzt machen. Ich muss gewisse Dinge, die mir früher wichtig waren, die brauche ich heute auch nicht mehr. Also ich muss nicht unbedingt in einem großen, tollen Haus wohnen. Ich lebe lieber. Ich bin lieber unterwegs in der Welt und lebe und mache mir einfach das Leben schön. Die Rechtsmedizin an der Universität Mainz. Die täglichen Aufgaben sind hier dieselben wie in Duisburg, wie überall in Deutschland. Dr. Bianca Navarro ist seit vielen Jahren im Beruf. Sie betreut die Kinderambulanz am Institut. Daneben Obduktionen. Ja, heute ist ein relativ arbeitsreicher Tag. Wir haben heute 3 Obduktionen im 2-Stunden-Takt. Zu machen, wobei es bei 2 Obduktionen um die Frage geht, ob möglicherweise ein Tötungsdelikt vorliegt. Wir haben jetzt hier eine ältere Dame, die in ihrer Wohnung mit diversen auffälligen Verletzungen vorgefunden worden ist. Und jetzt gilt es eben der Klärung, ob hier ein Gewaltverbrechen Ursache für diese Verletzungen ist oder möglicherweise eine andere Ursache, mehrere Stürze etc. Auch hier stellen wir die Frage, wie beeinflusst die ständige Begegnung mit dem plötzlichen Tod die Rechtsmediziner? Wie verändert es den Alltag außerhalb des Instituts?
Also wenn man hier beginnt zu arbeiten, dann braucht man natürlich sowieso eine sehr spezielle Einstellung zum Tod. Also wenn man davor sehr viel Angst hat vor Sterben, vor Tod, vor Leichen, dann kann man natürlich hier nicht arbeiten, sondern man braucht eine gewisse Einstellung. Der eine hat diese Einstellung aus seinem Glauben, der andere einfach so. Das macht es einem ein bisschen leichter, wenn man, wie ich zum Beispiel, glaubt, dass es danach weitergeht und dass es nur der Körper ist und nur die Hülle, die hier liegt, die wir untersuchen und eben nicht der gesamtheitliche Mensch, nicht die Seele des Menschen hier liegt. Es ist schon so, dass es einem beeinflusst in seinem alltäglichen Leben, dass es natürlich auch ein bisschen Angst macht vor vielen Situationen. Es verschiebt sich so ein bisschen die Realität. Also man meint, dass Verkehrsunfälle, Tötungsdelikte sehr, sehr häufig sind. In Wirklichkeit sind sie natürlich selten. Aber man hat natürlich Ehrfurcht vor gewissen Erkrankungen, die relativ schnell zum Tod führen können, vor Verkehrssituationen. Man hat Angst, seine Kinder alleine mit dem Fahrrad fahren zu lassen oder zu einer Freundin fahren zu lassen. Wenn die Kinder klein sind, passt man immer auf, dass sie nicht irgendwo runterfallen oder nicht in irgendeinem Teich ertrinken. Man lässt sie nicht in der Badewanne alleine. Das sind so Dinge, da hat man einfach einen anderen Blick drauf durch die Arbeit hier im Sektionssaal vor allem. Am nächsten Tag. Gerichtsmedizin Duisburg. Hektik. Diagnose Kopfschussverletzung, suizidale Kopfschussverletzung. Geht's weiter oder warten? Wir warten jetzt erst. Wir fahren jetzt erst zum und dann sage ich dir, wie es weitergeht. Eben mit einer Obduktion fertig, wird Rechtsmediziner Lars Althaus dringend in ein Krankenhaus gerufen. Die Zeit drängt. Alles umorganisieren. Hast du den Jürgen erreicht, dass der nicht mehr kommt? Ich habe dem Bescheid gesagt, der pfeift den zurück. Ja, verlegen wir alles auf den Montag. Ja. Dr. Elke Otto wird die nächste Obduktion übernehmen. Ein Mann ist beim Rasenmähen in seinen Zaun gefallen oder gestoßen worden. Für Lars Althaus drängt die Zeit. Auf der Intensivstation einer Unfallklinik liegt ein Mädchen, das eine Treppe hinabgestürzt ist. Dabei wurde sie lebensgefährlich verletzt. Der Rechtsmediziner soll jetzt einschätzen, ob es ein Unfall war oder das Mädchen die Treppe hinabgestoßen wurde. Der Zustand der Patientin ist sehr kritisch. Die Rechtsmedizin beschäftigt sich, anders als in vielen Krimis dargestellt, nicht nur mit verstorbenen Personen oder Leichen oder obduziert, sondern ein ganz wesentlicher Bestandteil des Faches ist auch die Beschäftigung mit der sogenannten klinischen Rechtsmedizin. Wir haben sehr viele Fälle, in manchen Wochen mehr Fälle als Obduktionen, wo wir lebende Personen untersuchen. Das können Kinder sein nach Kindesmisshandlung, das können Personen sein nach Vergewaltigung etwa, das sind Opfer von anderen Straftaten, Raubüberfällen etwa, Opfer von häuslicher Gewalt, aber auch Täter beispielsweise, wo wir gucken, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass es vor einem Tötungsdelikt oder einer schweren Körperverletzung zu einer Notwehrhandlung gekommen sein könnte. In diesem Fall gibt es keinen Täter. Der Treppensturz war offenbar ein Unfall. Das habe ich jetzt auch sofort schon telefonisch dem ermittelnden Kriminalbeamten mitgeteilt, sodass hier erstmal kein größeres Ermittlungsverfahren eröffnet werden muss. An allen rechtsmedizinischen Instituten gehören überraschende Außeneinsätze zum Alltag. Auch in Mainz trifft ein dringendes Fax aus einem Krankenhaus ein. Diese zum Teil wirklich wie ein Schorf. Da ist ein Fax gekommen für die Untersuchung da, ne? Für dich. Ah ja. Mhm. Alles klar. Der Tatverdächtige forderte das Opfer auf, sich in die Badewanne zu legen und verließ dann die Wohnung. Wenn die drei Obduktionen vorbei sind, dann werden wir noch in ein Krankenhaus fahren und ein Opfer untersuchen, das gestern mit einem Messer attackiert worden ist und mehrere tiefe Schnitt- und Stichwunden davongetragen hat, um die Verletzungen für eine Beweiswürdigung dann später rechtswirksam zu dokumentieren. 2 Stunden später. Ortstermin im Krankenhaus mit der Kriminalpolizei. Bianca Navarro untersucht zuerst die Wunden des Opfers. Neben einem Stich in der Leber ein tiefer Messerschnitt am Hals.
Der Täter hatte das Opfer anschließend in die Badewanne gelegt, das Bad von außen abgeschlossen. Nach Stunden hat ihn ein Bekannter zufällig gefunden. Sonst wäre er verblutet. Weil er sagt, Wellenschliff, ne? Hier ist so eine Welle, ne? Und hier ist der Stumpf und hier ist der Spitze. Also mit Messerrücken nach oben gehalten. Ja, mit dem Opfer rekonstruiert die Rechtsmedizinerin den Tathergang. Wie so oft gestaltet sich das nicht so einfach. Mit denen habe ich praktisch was getrunken und daheim Schach gespielt. An dem Abend? An dem Tag. Okay. Ja, ich saß auf der Karte. Nein, wir haben Schach gespielt, ordentlich, kein Gestreite. Wie gesagt, dann ist halt die Küchennische und kommt dann zurück. Wie gesagt, das hätte ich auch schon nicht gesehen. Dann hielt mir das große Messer praktisch hier hinten hin. Ja. Was ist denn das für ein Messer gewesen? Also ein Küchenmesser? Das ist so ein großes Messer gewesen. Sie haben ein blaues Auge. Wie ist das passiert? Da ist er wahrscheinlich auch dran gekommen, wie wir. Ja, aber Moment, wie wir, nicht wie wahrscheinlich. Wahrscheinlich bringen da wenn wir uns gegenseitig da weg. Also er da gedrückt und ich dagegen. Und da ist das Handgemenge eben passiert. Für Bianca Navarro ist das der letzte Fall heute. Noch einen Bericht diktieren, dann ist Feierabend, wenn nichts Überraschendes mehr kommt. Gerichtsmedizin Duisburg, Freitagmittag. Zwei Obduktionen stehen noch an, dann wird die Rechtsmedizin Essen den Bereitschaftsdienst für dieses Wochenende übernehmen. Kurze Pause für Rechtsmedizinerin Elke Otto, während im Sektionssaal die nächste Leiche vorbereitet wird. Ein toter Körper auf dem Sektionstisch. Für Rechtsmediziner ist er ein stummer Zeuge dessen, was diesem Menschen widerfahren ist. Oft kennen sie durch die Ermittlungen auch die Lebensumstände. Angehörige, Kinder. Wissen, wie und wodurch der plötzliche Tod gekommen ist. Das hinterlässt Spuren. Also man bekommt eine ganz andere Lebenseinstellung, also von meiner Sicht aus, weil man wird direkt mit dem Tod konfrontiert, der aber noch ein gewisses Leben mit sich zieht in diesen Fällen, weil wir natürlich sehr oft noch die Möglichkeit haben, einen Bezug zum Leben herzustellen. Das kann sein, wie zum Beispiel durch Einkaufszettel, Notizen, die noch in der Kleidung der Toten liegen, Handys, die noch klingeln und wo noch Bekannte oder Freunde versuchen, sich mit den Leuten in Kontakt zu setzen, ohne zu wissen, dass sie in der Zwischenzeit verstorben sind, wie zum Beispiel bei Verkehrsunfällen. Und da ändert sich doch ganz extrem die Lebenseinstellung, muss ich sagen. Man sieht die Sachen ganz anders, weil man sich dessen extrem bewusst ist, dass das persönliche Leben auch von einem auf den anderen Moment wirklich vorbei sein kann. Dass man wirklich aus dem Leben gerissen wird, also das ist wirklich sehr konkret. Es geht nicht immer nur um eine Krankheit, die dann schleichend vergeht und dass irgendwann dass man dieses Ende absehen kann, sondern dass es so plötzlich kommen kann und dass es einfach jedem passieren kann, unabhängig vom Alter oder vom Geschlecht oder Berufsgruppe. Hier gibt es keine Unterschiede mehr nach Herkunft, arm oder reich. Nur Schicksale. 500 im Jahr. Viele in einer Woche. Also wir hatten in dieser Woche eigentlich das ganze Spektrum, womit wir es eigentlich so zu tun haben. Wir haben eine lebende Person untersucht, wo sich die Frage stellte, Treppensturz oder tätlicher Angriff. Das konnten wir relativ eindeutig klären. Wir hatten ein Tötungsdelikt durch Messerstiche. Wir hatten mehrere Selbstmorde, wir hatten Behandlungsfehlervorwürfe, wir hatten plötzliche Todesfälle, wir hatten eine Kindesmisshandlung. Das war ja eigentlich so das ganze Spektrum in einer Woche. Feierabend für Rechtsmedizinerin Elke Otto. Sie freut sich auf ihr Kind. Dass extrem jüngere Leute einfach aus ganz dummen Unfällen, die hätten wirklich vermieden werden können, schon verstorben sind,
mein Alter nicht erreicht haben. Und das gibt einem dann doch zu denken. Ne? Und dann ist man auch froh, wenn man eigentlich irgendwann vielleicht nur Urlaub hat, mit der Familie zusammensitzen kann und lachen kann und sich freuen kann. Und das werden auf einmal so wichtige Faktoren und macht es keinen Sinn mehr, darüber nachzudenken, ob ich jetzt was erbe von irgendeiner Großtante vielleicht oder nicht. Und das wird wirklich auch noch nicht mal zweitrangig dann. Also das gehört einfach nicht mehr dazu. Ich denke, in einem solchen Beruf, und das geht, glaube ich, auch allen anderen Kollegen so, ändert sich schon die Einstellung nicht zum Tod, aber zum Leben. Wir sehen jeden Tag, wie schnell das Leben zu Ende sein kann und durch welche dummen und schlimmen Zufälle das passieren kann. Und deswegen versuchen wir schon, jeden Tag so gut es geht zu genießen. Das ist vielleicht klingt ein bisschen billig, Carpe diem, sagen viele, die wenigsten leben danach, aber wir bekommen es wirklich jeden Tag hautnah vor Augen geführt. Der letzte Fall des Tages ist noch einmal besonders tragisch. Ein junges Mädchen hat sich mit Gift umgebracht oder wurde getötet. Es gibt sicherlich immer noch Fälle, die man auch mit nach Hause nimmt, wo man sich doch auch noch Gedanken macht, dann auch im privaten Bereich. Aber in der Regel muss man abschalten, weil man hier mit so vielen Dingen konfrontiert ist, mit so vielen negativen Dingen auch, dass man, glaube ich, in dem Job nur arbeiten kann, wenn man wirklich diese Gabe hat, dass man, wenn man zu Hause ist, dann, dass die Klappe dann auch fällt und man dann sich aufs Privatleben konzentrieren kann und den Beruf dann außen vor lässt. Punkt Absatz. Unterschriften Schubris, Grundmann, vielen Dank fürs Schreiben. Ende auf diesem Band. Hier in Duisburg steht den Gerichtsmedizinern ein Wochenende ohne Rufdienst bevor. Die Eindrücke der Woche lassen Sie hier, soweit das möglich ist. Carpe diem, nutze den Tag. Es klingt wie ein Klischee, bleibt im Alltag doch immer ein Kompromiss. Ein Kompromiss, das wissen auch die Gerichtsmediziner. Versuchen aber jeden Tag aufs Neue, dem Tag etwas Schönes abzugewinnen. Zeit für das Kind, Motorradfahren oder auch nur ein Spaziergang. Also wenn hier wirklich der Tag ganz schrecklich war und einem ganz viel nahegegangen ist und es war Stress ohne Ende, nach Hause kommen zur Frau und den beiden Hunden, die eine solche Ruhe ausstrahlen, das hilft unheimlich. Ja. Die tägliche Begegnung mit Lebenden, nach denen der Tod greift, und plötzlich Verstorbenen prägt, trotz aller Professionalität. Wir haben schon gelernt, den Tag zu leben und auch jeden Tag so versuchen zu verbringen, als wenn es der letzte wäre. Das gelingt nicht immer, aber man kann es ja zumindest probieren. Sich auch Zeit nehmen für das Schöne. Ein nettes Wort, ein Lob. Man muss kein Gerichtsmediziner sein, um das zu wissen und anzustreben. Nur werden wir nicht jeden Tag daran erinnert.